Servus, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Nero Shorts. Heute mit dem Spiel Borderlands 2. Oh mein Gott. Das sieht aber gar nicht aus wie das normale Borderlands. Ist auch eine Erweiterung. Ja. Wie heißt die Erweiterung? Tiny Tinas magische Sammlung. Ich blend's ein, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber es ist wunderschön. Und, tja, was machen wir heute? Wieder eine kleine kurze Aufgabe? Ich glaube, klein und kurz wird's nicht. Nee. Wie Borderlands irgendwie immer und überall in jeder Ecke zu stehen hat, ist in jeder Ecke eine Arena. War das ein Satz? Ich glaube nicht. Jedenfalls kann man sich überall so rundenmäßig irgendwie durch irgendwas durchkämpfen. Und hier ist der einzige Ort, in dem ich es bisher noch nicht geschafft habe. Und zwar in der Arena des magischen Gemetzels. Und deshalb sprechen wir mal Mörderlin den Zauberer an. Cooler Name, ne? Gut, und, und wie wir ihn wagen, Mann. Oh, Junge, was ist denn los? Das ist übrigens die Arena, wo ich so einen kleinen, Sprung reingemacht habe. Ich habe schon ein bisschen geübt. Ich bin blutig gescheitert. Mal sehen, wie es heute läuft. Heute vor allem, ne? Weil das andere ja auch gestern war. Zauberhebel ziehen. Soll kämpfen, hast du gesagt? Warum denn? Oh, hi. Bam, bam. Wie es sich für das Spiel gehört, habe ich eine Schrotflinte, die Schwerter schießt, die explodieren. Fuck ja. Yeah. Der gesamte Boden ist gespickt mit Speeren und all so ein Scheiß. Das fuckt richtig ab. Warte. Fähigkeit und Ninja-Dasein. 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 Ich sag das jetzt nicht jedes Mal, aber es funktioniert großartig. Das ist irgendwie echt erbärmlich. Diese Arena ist für Level 35er gedacht. Ich bin jetzt Level 40, wie ihr unten erkennen könnt, aber es macht mir extrem zu schaffen. Auch den Hyperion-Ring des Gemetzels habe ich irgendwie erst dann geschafft, nachdem ich gut 7, 8 Level über dem dafür gedachten Level war. Vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht, das wird sein. Nichts! Oh, ich liebe dieses Spiel mit all der Dramatik, die manche Sprecher in ihre Stimme legen können. Wo sind hier Falltüren? Hier sind irgendwo Falltüren, noch nicht. Oh, guck mal, da sind Mini-Skelette. Zwergenskelette. Komm, wir wechseln mal zu einer anderen Waffe. Headshot! Kein Headshot! Okay. Sind wir mal wieder so einfallslos und ninjern die weg. Bam, bam. Ja. Woo! Das Problem an den explodierenden Schwertern ist das, dass wenn die auf den Boden fallen, nochmal explodieren. Und das macht mir Schaden. Hi, sprödes Skelett. Warum überlebst du so eine Scheiße? Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Warum sollte ich eine andere Waffe benutzen als diese riesige geile Schrotflinte? Übrigens, ich kann Feuerbälle schießen. Feuerbälle! Wow! Ah! Okay, und ich kann mich in die Luft sprengen lassen von Selbstmordattentätern. Skeletten. Silence, I kill you! Flauf, ich will nicht in die Luft gesprengt werden, Mama! Okay, ich sollte aufhören, mit Granaten um mich zu werfen. Das ist mir bereits aufgefallen. Heulen! Das ist doch nicht dein Ernstspiel! Und wenn man einmal stirbt, darf man wieder von vorne anfangen. Wuhu! Hallo. Wow, ich hätte mich beinahe wieder in den Abgrund geballert. Nee, danke. Ah! Speere! Hört auf, mich zu penetrieren! Ladet mich doch vorher mal zu einem Date ein oder sowas. Mann, ins Kino oder so. Ich war schon jahrelang nicht mehr im Kino. Das stimmt, ich habe Interstellar gesehen. Der Film ist großartig. Das ist so süß, wie ich kleine Zwerge zerschlage. Das habe ich mir als Kind schon immer gewünscht. Alter, habe ich wenig Leben. Deckung, 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 Deckung.
Ich will das nicht. Das heilt zum Glück ein bisschen. Fuck you. Ich hoffe, diese Feststellung hat euch nicht demoralisiert. Nee, meine Moral ist schon von Anfang an im Keller. Ha! Geld! Oder glitzernde Knochen ist genauso gut. Probiere ich den nächsten Rewe mit zu bezahlen. Nehmen Sie auch meine glitzernden Knochen. Alter, diese Speere, ne? Hi. Guck mal, ich mache einen Jump'n'Run. Und ich mache keinen Jump'n'Run. Okay, ich schlag mich mal gerade kaputt. Typische Borderlands-Taktik. Sich gezielt umbringen, um zu respawnen. Also, um sich dann zu reviven und dann mit mehr Leben zu starten. Das ist mir bewusst. Oh mein Gott. Ich will da nicht rauf. Ich will nur noch hier in der Mitte bleiben. Ich muss ja ehrlich zugeben, ne? Die Taste G für Granate klingt logisch, ist aber ziemlich blöd zu erreichen. Ah! Fuck you. Habe ich nicht nötig, die Scheiße. Bam. Einfach immer weiter selber umbringen. Das hat funktioniert! Ich will doch mal 2 Sekunden leben! Ist das so viel verlangt in der Welt von Minecraft? Habe ich schon mal erwähnt, dass diese Kamikaze-Viecher eben hart auf die Bälle gehen? Würde ich auch sagen, wenn ich du wäre. Ob die wissen, dass ich hier bin? Ja. Die haben mich bestimmt mit ihren nicht vorhandenen Augen perfekt sehen können. Okay. Wenn es tragisch unverstörend würde. Warte, ist doch... Oh mein Gott, warum? Nicht die, Bastard. Ich hasse die wie die Pest, ne? Alter, nein. Wie soll ich die denn töten, wenn ich hier liege? Oh mein Gott, ich hasse diese... Oh mein Gott. Ich will doch nur eine Runde schaffen, Mann. Ja gut, Riesenskelett, dann schieß auf einmal Laser aus deinen Augen. Normal halt, ne? Das sind auch so richtig nette Zeitgenossen, die, die sich teleportieren können. Ja. Komm her, sprödes Skelett. Ich will deine Knochen haben, die sind Geld wert. Oh nein, sprödes Skelett, wie konntest du nur? What the fuck? Boah, Junge, hat mich das jetzt abgefuckt, ne? Ach ja, ich könnte noch mal ein paar andere Waffen benutzen. Hier, guck mal, den Bone Shredderer. Den Bone Shredderer in Säure. Und Level 37 oder so. Ist das nicht bezaubernd? Aber irgendwie gerade nicht der stärkste. Ja gut, Badass-Skelett, das Laser schießen kann. Hallo. Fick dich einfach. Komm her, du Schnitzel. Ich brauch dich. Ich hab schon Ewigkeiten nicht mehr jemanden als Schnitzel bezeichnet, oder kommt mir das nur so vor? Damals in meinem Mirror's Edge LP, ne? Ich habe nichts anderes gesagt. Ich habe alles und jeden als Schnitzel bezeichnet. Hey, Selbstmordattentäter. Ihr seid cool. Euch habe ich lieb.
Ich meine, ihr seht mich und denkt euch so, oh, jetzt platze ich vor Freude. Das ist schon süß. Oh, Baby. Kann ich eigentlich so machen? Ja, tatsächlich. Ich wäre beinahe in diese Grube reingefallen. Ohne Scheiß, ich hätte geweint. Dann hätte ich sagen können im Videotitel, Typ weint wegen Videospiel, WhatsApp. Aber wäre bestimmt nicht das erste Mal. Oh mein Gott, ich wäre schon wieder beinahe in ein Loch reingefallen. Mann, was ist denn das? Hört da eine Mal auf! Baby, it's a ripple! Was für Kristalle! Oh, okay, what the fuck? Das sehe ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Na gut. Kein Kristall für dich, Mutter. Oh, scheiße. Nein. Ah, da ist noch einer. Oh, Baby, ich liebe dich. Selbstmordattentäter. Ich errichte dir eine Statue aus Pappmaché. In meinem Zimmer. Wenn du mich jetzt runterprügelst, ne? Ich durchsuch den Ordner und lösche deine Datei. Nur deine. Und dann wird Steam sagen, hey, das Spiel ist nicht vollständig gedownloadet. Downloaden Sie es bitte nochmal erneuert. Ja! Ich bin glücklich. Jedenfalls. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt den ganzen Ding eine positive Bewertung. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt den ganzen eine negative Bewertung und auch Kritik in die Kommentare. Jedenfalls. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Wir hören uns. Ich gebe das Ganze noch ab, keine Sorge. Wir hören uns, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Überlebe die dritte Runde des magischen Gewetzel. Immer weiter, du hast schon mehr als die Hälfte. Dinge sind in der Tat drei. Nice. Ich liebe dich. Selbstmordattentäter. Ich errichte dir eine Statue aus Pappmaché. In meinem Zimmer. Ich errichte dir eine Statue aus Pappmaché. In meinem Zimmer.